Willkommen bei der chaotischen Viertelstunde. Es soll heute darum gehen, wie wir, werden uns ein bisschen mit Epidemiologie beschäftigen, also so Seuchenausbreitung. Denn wenn man nicht gerade selber betroffen ist, sind Seuchen eigentlich eine ganz coole Sache, insbesondere so von den mathematischen Eigenschaften her. Und wir wollen uns heute ein paar dahingehende Möglichkeiten der Modellierung anschauen an einem ganz konkreten Beispiel, nämlich Zombies. Denn das ist eine ganz akute Gefahr, gegen die man sich natürlich schützen muss. Und deswegen wollen wir uns mal anschauen, wie sich sowas eigentlich verhält. Zuerst brauche ich Licht. So. Zuerst müssen wir uns mal fragen, wie können wir eigentlich so eine Seuche modellieren? Es gibt also eins von den klassischen Modellen, ist das sogenannte SIR-Modell. Und das SIR steht hierbei dafür, dass wir eine Susceptible-Population haben, dass wir eine Infected-Population haben und dass wir eine Recovered-Population haben. Zum Beispiel, denkt an Grippe, da habt ihr irgendwie ganz viele Susceptible-Individuals, also Leute, die man infizieren kann, und dann gibt es irgendwie so Leute, die sind infiziert, das sind ganz Infected-Individuals, und die husten euch dann alle der Reihe nach an, und dann werdet ihr von Susceptible werdet ihr selber infiziert und habt dann irgendwie eine Woche Spaß mit der Grippe oder vielleicht auch länger, und wenn sich diese Grippe dann irgendwie wieder abbaut, dann kommt ihr in den Recovered State und seid dann in der Theorie. Vielleicht nun, bei Grippe aus verschiedenen Gründen jetzt nicht so, aber das ist so eine gute Idee. So, jetzt kann man sich mal überlegen, okay, wir haben jetzt diese Krankheit, wie kann man sowas eigentlich mathematisch modellieren? Und ein klassischer Ansatz beim SIR-Modell ist, dass wir das mit einem sogenannten Differentialgleichungsmodell machen. Was heißt das? Differentialgleichungsmodell heißt, wir schreiben uns einfach für diese Populationen auf, wie sie sich verändern. Und wenn wir das wissen, können wir im Wesentlichen daraus Schlussfolgerungen ziehen, wie sich die Dynamik dann entwickelt. Klingt komisch, ist aber so. Was heißt das im konkreten Fall? Wir haben irgendwie so eine susceptible Population und wenn jetzt irgendwie jemand, der infiziert ist, durch die Gegend läuft und Leute anhustet, dann verringert sich die Zahl der Leute, die irgendwie susceptible sind, weil die ja irgendwie alle infiziert sind. Also erstmal, wenn der jemand anhustet, das heißt, der ist susceptible und irgendwen, der ist infiziert, und der wird dann angehustet mit einer Infektionswahrscheinlichkeit, mit einer Infektionsrate Beta, nennen wir sie einfach mal, ist das sozusagen das, was jetzt in der Infected-Population mehr wird. Weil das mehr wird, machen wir so einen Punkt drüber. Damit sagen nämlich Leute, die mit solchen Modellen arbeiten, das ist sozusagen die zeitliche Änderung von dieser Größe. Das heißt, in jedem Zeitpunkt, wo irgendwelche infizierten Leute, irgendwelche nicht infizierten Leute anhusten, haben wir eine gewisse Rate an Leuten, die zu den Infizierten dazukommen. So, das gleiche können wir machen, weil wir gerne Punkte malen wir hier auch noch drüber. Und was wir natürlich auch wissen, wenn Leute irgendwie angehustet werden und sie sind infiziert, dann sind sie ja nicht mehr susceptibel, denn sie sind ja irgendwie schon infiziert. Das heißt, die verschwinden hier auch. So, jetzt ist es aber so, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mal eine Grippe hattet, die geht irgendwann wieder weg. Im besten Fall lebt ihr danach noch, im nicht so guten Fall lebt ihr danach nicht mehr, aber weg ist sie auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen noch irgendeinen Weg, um von diesem State in diesen State zu gehen. Also wenn wir hier so ein schönes Bildchen malen, dann könnten wir sagen, wir haben den Susceptible State und vom Susceptible State gehen wir mit einer Rate Beta in den infizierten State über. Und jetzt können wir natürlich vom infizierten State mit einer bestimmten Rate, nennen wir sie Mu, in den State wechseln. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt ist es so, dass von diesen infizierten Leuten eine bestimmte Anzahl verschwindet und geht dann irgendwie in diesen Recovered State. Das ist jetzt ein sogenanntes SIR-Modell, weil diese Buchstaben S und R sind. Und das beschreibt zum Beispiel relativ viele Krankheiten. Man kann das jetzt noch weiter ausarbeiten, man kann noch irgendwie eine Inkubationszeit einbauen, man kann auch irgendwie sagen, dass man einmal einen Recovered State hat und dann kann man auch irgendwie sagen, dass Leute irgendwie vorzeitig sterben, weil sie von Wand rennen oder so. Aber das ist so das einfachste Modell. Nun ist es so, wenn wir das Ganze jetzt auch mit Zombie-Apokalypse erweitern wollen, dann machen wir aus diesem SIR-Modell ein SZR-Modell. Dieses SZR-Modell hat ein paar Unterschiede zum SIR-Modell. Wenn man die Fachliteratur zu diesem Thema konsultiert, ist das Erste, was man feststellt, dass ich die Punkte vergessen habe, aber das ist okay. Ist das Zweite, was man feststellt, wenn man die Fachliteratur konsultiert, ist, dass es üblicherweise
da ist sich die Literatur einig, keinen Recovered State gibt, sondern eher einen Removed State. Denn so ein Zombie wird nicht plötzlich wieder nicht Zombie, sondern so ein Zombie wird üblicherweise zu einem Häufchen nichts oder bleibt Zombie. Und deswegen können wir jetzt mal hier dieses Modell davon. Also was haben wir denn? Wir haben im Wesentlichen dieselbe Idee. Genau, man muss noch dazu sagen, die Literatur zeigt auch, dass es zwei Sorten von Zombies gibt, nämlich einmal die Variante, ein Beispiel davon ist Shaun of the Dead. Da ist es so, dass Zombies Menschen beißen und die gebissenen Menschen werden dann auch zu Zombies. Und dann gibt es diese andere Variante, nämlich Night of the Living Dead zum Beispiel. Da ist es einfach so, jeder, der stirbt, wird danach zu einem Zombie. Was ich jetzt behandeln werde, primär ist das Modell, wo man eine Infektion hat durch Biss. Das heißt, was wir brauchen ist, wir brauchen eine suspektible Person und wir brauchen einen Zombie. Und dieser Zombie beißt zu und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Beta trifft. Damit gehen halt Leute aus dieser suspektiblen Population raus und landen irgendwie hier in diesem Zombie-State. Nun mögen Leute argumentieren, es gibt irgendwie auch Zombie-State, wenn irgendwie der Wecker zu früh geht, das ist was anderes, das behandeln wir jetzt hier nicht. So, jetzt kann man sich überlegen, genauso wie man hier vom Infected State in den Recovered State übergeht, gibt es ja auch die Möglichkeit, einen Zombie vom Zombie State in den Removed State zu überführen. Jetzt ist das ein bisschen anders, also hier war es ja so, dass das irgendwie von alleine passiert ist. So ein Zombie, da ist sich die Literatur relativ einig, so ein Zombie stirbt üblicherweise nicht von alleine, sondern mehr so unter Zuhilfenahme von üblicherweise Baseballschlägern, Macheten oder Schrotflinten. Diese Geräte müssen natürlich irgendwie operiert werden von irgendwem, die liegen ja nicht nur in der Gegend rum und hauen Zombies um, auch wenn das schön wäre. Wenn jetzt was einfach vorstellt, und so ein Schlüppel aus dem Sack, der liegt irgendwie in der Gegend rum und so als Zombie dann näher kommt, springt er hoch und schneidet ihn ein. Aber ja, das heißt, wir haben irgendwie so eine Rate, mit der unsere Zombies sterben, das nennt man Kappa. Und diese Rate hängt natürlich auch nicht nur davon ab, wie viele Zombies haben wir, sondern auch, da wir ja gerade festgestellt haben, dass die Werkzeuge für diesen Übergang. Machen wir mal hier den. So, die Werkzeuge für diesen Übergang müssen irgendwie operiert werden von irgendwem. Also möglicherweise von diesem Computer. Das heißt, irgendwer muss hingehen und dem Zombie ordentlich einen aufs Maul geben. Das heißt, während hier der Übergang vom Infected State in den Recovered State nur abhing von der Größe der Infected Population selber, ist es hier halt so, dass das von beiden Populationen abhängt. Denn üblicherweise muss man so einen Zombie halt töten. Und die landen natürlich alle im Removed State. Gemeinhin auch Tote genannt. Richtig, jetzt kann man sich eben überlegen, ja, wie kann denn das Desaster enden? Bei diesem SIR-Modell kann man das nachrechnen und man stellt fest, ja, es gibt irgendwie Möglichkeiten, wo so eine Infektion fortbestehen kann. Das ist der Grund, warum es mir noch Grippe gibt. Denn es gibt halt einen stabilen Zustand, in dem man immer eine gewisse Zahl an Infizierten hat und eine größere Zahl an suszeptiblen Personen und das gleicht sich irgendwie aus. Jetzt kann man sich bei so die Intuition sagt vielleicht, dass es bei einer Zombie-Apokalypse anders ist. Bei einer Zombie-Apokalypse gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder im Wesentlichen zwei, nämlich einmal die Zombies fressen alles auf oder die Menschheit haut den Zombies nur aufs Maul, dass er alles wächst. Das kann man sich auch überlegen, denn wenn wir sagen, okay, was ist denn, wann ist denn so ein Gleichgewichtszustand erreicht? Ein Gleichgewichtszustand ist erreicht, wenn sich nichts mehr ändert. Und das heißt, wenn sich nichts mehr ändert, können wir den Scheiß einfach mal null setzen. Und wir werden auch mathematisch sehen, dass es nur diese zwei Ergebnisse geben kann. Das heißt, 0 ist minus z. Und wir sehen jetzt hier schon, gut, dass der Termin zum Beispiel 0 ist, kann nur dann der Fall sein, wenn entweder, also diese Rate Kappa kann ja nicht 0 sein, das ist der Fall mit der Welt. Und das heißt, entweder S oder Z muss 0 sein, das heißt, eine von den beiden Populationen, die wir haben, muss komplett ausgelöscht werden, damit wir einen stabilen Zustand haben. Also im Wesentlichen reden wir über das Überleben der Menschheit oder den Tod der Menschheit. Gibt es soweit Fragen zu dieser Thematik? Ja. Wenn man noch eine Geburtenrate jetzt reinnimmt, dann könnte man auch so einen stabilen Zustand finden, dass es sowohl Zombies als auch noch Lebende gibt, oder?
Vermutlich nicht, weil, also ich meine, du könntest natürlich hingehen und sagen, ich meine, das ist ja eine Erkenntnis des globalen Kapitalismus, Menschen sind eine nachwachsende Ressource. Das heißt, man könnte nicht einfach sagen, ich mache hier noch so eine Geburtenrate B mit rein. Aber es ändert nichts daran, dass wenn du sozusagen einen stabilen Zustand für das gesamte System haben möchtest, also auch dass irgendwie Kunden sich nicht weiter aufhäufen, dann muss entweder das S oder das Z muss dann nur sein. Das heißt, die Geburtenrate hilft dir für einen stabilen Zustand für das Gesamtsystem so gesehen erstmal nicht, leider. Ja. Ich denke, das ist ein Zeitskalenargument, auf dem gibt es eine Sterberate. Aber Sterbe- und Geburtenrate bewegen sich auf anderen Zeitskalen als dieses Zombie. Das ist in der Tat richtig. Das ist auch der Grund, warum das üblicherweise nicht in dieses Modell eingebaut wird. Denn die Literatur schlägt tatsächlich vor, dass die Geburtenrate und die Sterberate von normalen Menschen viel zu lang ist, als dass diese Dynamik hier für diese Dynamik relevant sind. Ja. Also so qualitativ im ersten SIR-Modell spielen ja die Immunen eigentlich keine Rolle, weil die aus allen Gruppen außen vor sind, aber in dem SZR-Modell würden die Immunen sehr wohl eine Rolle spielen, weil sie ja immer noch, selbst wenn sie gebissen werden, Zombies plätten können. Das ist richtig. Wenn du in dem Moment tatsächlich noch Immunen-Snake einführst, wäre das für die Menschheit echt praktisch, weil du damit eine Gruppe von Menschen hättest, die quasi prädestiniert sind, Zombiejäger zu werden. Du hast natürlich ein Problem, wenn die Zombies dann so weit kommen, dass sie diese Immunen auch alle aufgefressen haben, dann, und die nicht mehr über sind, dann ist das ungünstig. Dann fällst du quasi wieder zurück in das Modell. Aber der Einfachheit halber würde ich für den Moment bei dem SZR-Modell bleiben. Genau, das wäre so das. Weitere Fragen in dem Bereich? Wenn dem nicht der Fall ist, dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, wie sieht denn das eigentlich so aus, wenn wir das mal durchrechnen? Erstmal weniger Kreide an den Fingern, damit ich meinen Rechner nicht versauere. Und weniger Licht. Wenn Leute noch Anregungen haben, können wir übrigens das Modell gerne mal durchspielen. So, was wir natürlich auch noch brauchen, um dieses Modell jetzt zu lösen, wir wissen jetzt quasi, wie sich zu jedem Zeitpunkt die Population verändert. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist, wir müssen zu jedem Zeitpunkt sagen, wo wir anfangen. Und wenn wir das haben, sollten wir in der Theorie soweit in der Lage sein, alles durchzurechnen. Let's try this. Ich muss noch irgendwie diesen Bild unmute. Ja, alles klar. Kann das jeder lesen? Nein. Dann machen wir das so. Denn da kann ich, und dann machen wir noch so. So. Kann man das hier jetzt sehen? Ja, größer halt aber. Okay, größer können wir machen. In der Theorie. Will er gerade nicht. Ach, das war Plus. Nicht Minus. So. So, okay. Alles klar. Ich muss gerade ein bisschen Zeug importieren. Einen Moment. Was brauchen wir noch? So, das sollte in der Theorie, glaube ich, sogar reichen. Ah, nee, genau. Wir brauchen noch from. So, das wäre das. Genau, das heißt, das, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen im Wesentlichen sagen, wir brauchen so eine, erstmal brauchen wir so eine Zeitskala, auf der wir das integrieren wollen. Das heißt, wir sagen irgendwie, mein T läuft von 0 bis 100, bis Zeitpunkt 100, was auch immer das ist. Ich mache da mal so 1000 Zeitschritte dazwischen, die der gleich zum Integrieren benutzt. Dann sage ich ihm, dann brauchen wir jetzt natürlich dieses System hier. Das heißt, ich definiere das mal. Derivs von. Da haben wir es sogar schon.
Genau, wir haben im Wesentlichen hier unser, wir sehen hier, wir haben diese Ableitung, das ist das hier, wir geben da unsere Population rein, unser S, unser Z, unser R und schreiben einfach im Wesentlichen das dahin, was wir haben. So, mit unserem Meta und unserem Kata. Und wenn wir das haben, können wir ja sagen, Result, das habe ich zufällig auch schon mal getippt, ODE int, dann sagen wir ihm die Startpopulation und den Zeitraum, über den er arbeiten soll. Genau, das heißt, wir geben ihm hier im Wesentlichen unser System und hier sagen wir ihm S, Z und R in dieser Liste als Startpopulation. Wir sagen zum Beispiel, wir haben eine Startpopulation von, das sei jetzt mal alles normalisiert auf 1, das heißt irgendwie 99% der Leute sollen suszeptibel sein und 1% der Leute in unserer Population sollen irgendwie zombie sein. Das sind irgendwie die heute Morgen zu wenig Kaffee getrunken haben und sich dabei was eingefangen haben. Und dann macht er das für uns und dann habe ich natürlich vergessen, das Beta zu definieren. My bad. Nehmen wir mal ein 0,4 und nehmen wir mal ein Kappa von 0,5. So. Versuchen wir es nochmal. Funktioniert. Genau, plot result. Wir können jetzt im Wesentlichen sagen, wir haben hier irgendwie unsere Resultate da. Und wir wollen das jetzt mal einfach plotten, nämlich einfach unsere Resultate über t plotten. Und wir sehen, es passiert relativ wenig. Wir haben relativ wenig Tote, erstaunlicherweise. Wir haben auch relativ wenig Zombies, weil die relativ früh relativ hart aufs Maul kriegen. Und wir haben da oben die Kurve für die Menschen. Also der Impact war offensichtlich nicht so groß. Das heißt, probieren wir doch einfach mal ein neues Parameterset aus. Beta war 0,4, Kappa war 0,5, machen wir mal ein Kappa von 0,3. Machen wir das doch mal direkt so, nehmen wir einfach mal 99% waren suszeptibel. Sollte irgendwer im Verlauf des Talks Fragen haben, was ich tue, bitte jederzeit melden. Schauen wir uns doch mal an, was passiert, wenn wir diese Parameter etwas, wenn wir die Zombies etwas... Die Zombie-Effektivität bleibt gleich mit 0,4 und wir sagen einfach, die Menschen sind einfach lausig im Töten von Zombies und wir setzen unsere Kappe einfach runter. Und tada, was sehen wir? Ups, das läuft ja nicht so gut für die Menschheit. Wir stellen fest, am Ende sind ungefähr alle Menschen tot. Und die Zahl der Toten ist relativ hoch und die Zahl der Zombies ist nicht so hoch wie die Zahl der Toten, aber auch noch relativ hoch. Das ist ja ganz spannend. So, jetzt natürlich die Frage... Wenn wir dieses alte System jetzt nochmal nehmen, machen wir die Zombies mal wieder ein bisschen, Zombies lassen wir gleich, wir machen die Menschen mal wieder ein bisschen effektiver, gestatten sie so ein bisschen nach amerikanischem Vorbild mit guten Kalaschnikows aus, das waren Russen, egal, und plotten wir den Kram nochmal. Da haben wir gesehen, ja, da kriegen die Zombies irgendwie hart aufs Maul. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt einfach die Zahl der Zombies erhöhen? Und das ist das Coole, wir sagen jetzt einfach irgendwie 30% der Leute sind Zombies, weil irgendwie, man muss dazu wissen, die Gesundheit landet nicht so gut und die Bettenmanufakturen irgendwie auch nicht und die Matratzen sind alle scheiße, deswegen, wenn Leute aufstehen, sind sie alle Zombies und beißen andere Leute. Und wenn wir das plotten, sehen wir, das ist ja jetzt gar nicht so geil. Wir sehen hier jetzt verschiedene Effekte, denn wir sind wieder auf dem Parameterset, wo es der Menschheit eben noch gut ging, aber jetzt haben wir einfach so viele Zombies, dass sie mit dem Töten von Zombies gar nicht hinterherkommen, denn jeder Zombie, der in der Lage ist, einen Menschen zu beißen, produziert ja auch wieder neue Zombies. Und deswegen sehen wir, dass es im Wesentlichen 80% Tote in diesem Szenario gibt. Und am Ende auch keine Menschen mehr. Ist irgendwie blöd. Und da können wir quasi ein weiteres sehr schönes Konzept aus der Epidemiologie uns anschauen, nämlich die Basic Reproductive Number. Wir muten das mal wieder. Und ich brauche wieder Licht. In der Zeit. Ah, okay, jetzt klar. Das heißt, wir können gleich um die Militär auffahren. Gehen wir nach oben. So. Es gibt ein sehr schönes Konzept. Wir hatten den einen Fall, wenn wir mal von einer kleinen Zombie-Überhaupt anstellen. Egal. Da haben wir noch Kreide. So, wir sehen hier zwei Parameter. Nämlich einmal quasi die Rate, mit der unsere Zombies in der Lage sind, Menschen zu Zombies zu konvertieren. Und einmal unsere Rate, mit der Menschen irgendwie in der Lage sind, Zombies in Haufen irgendwas zu konvertieren. Und das Schöne ist, wir können jetzt sowas definieren, wir können quasi sagen, was ist denn, wenn wir uns so die Beta durch Kappa anschauen,
Das ist dann die sogenannte Basic Reproductive Number. Das sagt uns quasi, das ist quasi so ein Gefühl dafür, üblicherweise als ein Null geschrieben. Das ist quasi, angenommen, ich habe einen Zombie in so einer Gesamtpopulation. Zum Beispiel, du bist jetzt ein Zombie, der Rest sind Menschen. Wie viele Leute kannst du konvertieren zu anderen Zombies, bevor wir dir so was aufs Maul geben, dass du nichts mehr tun kannst? Das ist das, was uns die Basic Reproductive Number sagt. Und wenn wir uns mal anschauen, was die Werte hier benutzt haben, dann sehen wir, dass ihr nichts seht, weil es zu hell ist. Aber so ist besser. Das heißt, was wir eben gesagt haben, ist, eben hatten wir, da wo die Menschheit gewonnen hat, das war ein Beta von 0,4 und ein Kappa von 0,5. Das heißt, wir waren da bei einer Basic Reproductive Ratio von kleiner 1, denn, das kann ich relativ leicht zeigen, 0,4 durch 0,5 ist irgendwie sowas wie kleiner 1. Und wenn wir uns den anderen Fall anschauen, wo die Zombies gewonnen haben, das war der Fall, wo das Kappa 0,3 war, da können wir uns relativ einfach veranschaulichen, dass 0,4 durch 0,3 sowas ist wie größer als. Und das heißt, wir sehen genau das, was wir quasi in dieser Basic Reproductive Number quasi gerade gesagt haben. Wenn wir diese Parameter so wählen, dass die Effektivität der Menschen, Zombies zu töten, größer ist als die Effektivität von Zombies, Menschen zu beißen, dann hat die Menschheit eine reelle Chance zu überleben. Sonst halt nicht. Was wir auch gesehen haben, ist, dass diese Basic Reproductive Number sich auf eine Population mit wenigen Zombies bezieht. Denn eben als wir quasi gesagt haben, wir nehmen einfach mal 30% Zombies, da wir haben immer noch, wir können das ja nochmal setzen, wir erinnern uns, wir haben das Beta, das ist 0,4 und wir haben das Kappa, das ist 0,5. Und wenn wir aber irgendwie mit 30% Zombies arbeiten, dann hat die Menschheit immer noch ein Problem, weil die Zombies ja halt einfach überwältigen, weil es halt schon zu viel ist. So. Jetzt kann man sich überlegen, dass man vielleicht auch weitere Effekte noch in diesem Differentialrechnungsmodell vielleicht inkorporieren möchte. Und das geht relativ einfach. Wir nehmen uns nämlich einfach unsere Derivatives hier und können diese Gleichung einfach modifizieren. Zum Beispiel, was man machen könnte, ist, man könnte noch einen Parameter W einführen, der steht für Weicheier. Das sind Leute, die nicht in der Lage sind, Zombies zu töten. Das wäre dann sowas wie, dieses Beta reduziert sich im Wesentlichen dadurch, dass wir, also wir haben hier dieses Beta, aber dieses Beta wird irgendwie durch so ein W reduziert. Das ist quasi der Anteil von Weicheiern in der Population, die so einem Zombie nicht auf den Maul geben können. Und hier halt auch. Und dann können wir uns halt überlegen, wenn W irgendwie 0,2 wird, was glaubt ihr, was passieren wird? Betretenes Schweigen im Walde. Ja, wenn ich mich am Zombie gegenüber sehen würde, würde es mir wahrscheinlich ähnlich gehen. Ist dein Beta nicht der Koeffizient, der für mehr Zombies so? Also wieso kann Weicheier? Ja, ich hab's verkackt, du hast recht. Ja. Ich habe den natürlich an der falschen Stelle eingetragen. Das war natürlich ein Test, ob ihr noch wach seid. Natürlich wird das Kappa reduziert. So. Genau. So. Das hatte ich jetzt alles zurecht. Genau, wir sind bei einem Beta von 0,4, bei einem Kappa von 0,5 und bei einem W von 0,2. Und ihr könnt euch relativ einfach überlegen, was dann passiert. Wer wird gewinnen? Ich komme mir das falsch vor. Musst du nicht irgendwie das Ganze mit 1 minus W hier, aber achso, ja genau, dann kommt ja. Alles klar, Problem gelöst. Oder? Nee, Problem nicht gelöst. Du müsstest doch den ganzen Term mit 1 minus w multiplizieren. Und wenn du das ausmultiplizierst, kommt da ja k minus w mal k raus. Das können wir auch mal sehen. Du sagst quasi, dass wir die Zahl der... Ja, das klingt plausibel. Machen wir das doch so. Dann
es hängt halt davon ab, wie du das W definierst. Wenn du das W quasi als Reduktion der Tötungseffizienz der Menschheit, gut, Reduktion der Tötungseffizienz der Menschheit ist ein guter Witz, aber wenn du das W betrachtest als Reduktion der Tötungseffizienz der Menschheit, dann könntest du es so modellieren, wenn du wirklich sagst, das finde ich aber eine gute Idee, das machen wir so, dass du quasi sagst, wir reduzieren quasi die susceptible Population, die für das Töten verantwortlich ist. Ne, da muss das Kappa stehen bleiben. Dann machen wir hier mal die susceptible Population mal 1 minus der Weichei-Quote. Und hier müssen wir dann auch mal 1 minus der Weichei-Quote. Und dann gucken wir doch mal, was passiert. Ja, das muss ich natürlich vermischen. Und wir werden feststellen, dass dass der Mensch offensichtlich relativ egal ist. Also es ist doch das Sterben ein paar mehr Leute. Also du siehst, Weicheier sorgen für Tote. Ist die Erkenntnis aus dem Fall. Das ist eine Variante. Was man sich auch überlegen könnte, ja. Du hast es schon dein Modell nicht geändert. Also ob du jetzt diesen Faktor da rein tust oder einfach das Kappa direkt änderst, ja. Macht keinen Unterschied. Das ist richtig. Es ist nur so quasi die erstmal intuitive eingebaut. In der Praxis würdest du das dann irgendwie ausrechnen und schöner hinschreiben, aber ich will ja kein Paper veröffentlichen. Das haben schon genug Leute vor mir getan zu dem Thema. Also falls jemand möchte, es gibt übrigens auch ein ganz hervorragendes Paper, wo jemand mal die Parameter gegen tatsächlich Real-World-Data von Zombie-Infektionen gefittet hat. So, was man auch machen könnte zum Beispiel, ist, man könnte eine Idiotenquote einführen. Das sind dann Leute, die sind so paranoid, die gehen einfach auf jeden, der irgendwie so einen Augenring mehr hat als sie. Und gucken wir mal, ich habe das natürlich noch nicht ausprobiert, das überlege ich mir gerade mal so spontan. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die Dynamiken aussehen wird. Jetzt haben wir natürlich die Idiotenquote noch nicht definiert. Sagen wir haben irgendwie 20% Idioten in der Menschheit. Klingt das plausibel? Das ist wie ein String. Okay, let's try it. So, wir sehen, 20% Idioten haben eine verheerende Auswirkung. Machen wir das mal ein bisschen geringer. Der einzige Unterschied ist doch, dass die Idioten sich nicht anstecken. Oder? Doch, die Idioten stecken sich auch an. Sie schießen halt nur auf alles, statt nur auf Zombies. Dann ist Idiotendynamik. Idiotendynamik kann sehr unterhaltsam sein. Dann gucken wir doch mal, wie viele Idioten kann die Menschheit eigentlich vertragen, wenn sie zu 1% aus Zombies besteht. Okay, das ist immer noch zu viel. Gehen wir mal in eine Größenordnung niedriger. Immer noch problematisch. Ja, keine Ahnung, passiert manchmal, ist mir egal. Okay, das sieht doch nach einem Plan aus. Ist aber immer noch kein Steady State. Nicht ganz. Aber wir sehen, dass die Zombies auf jeden Fall runtergehen, das heißt, wir gehen Richtung Steady State. Vermutlich. Das Problem ist, wir kriegen keine Zombies. Die Zombies sind ja richtig so. Die Menschen gehen auf jeden Fall gegen uns. Ja, das stimmt. Die Menschen gehen mit Idioten in der Population natürlich komplett gegen uns, weil die Idioten natürlich, auch wenn die Zombies alle weg sind, immer noch auf jeden schießen. Na gut, willkommen in Amerika. So. Was, ich würde einberechnen, dass Idioten sich auch eher selber töten. Stimmt. Okay, das heißt... Es dauert länger, bis die Menschheit ausfällt. Ja, ist wahr. Du musst halt eigentlich die Idioten als extra Variable. Stimmt, du müsstest eigentlich die Idioten als extra Population definieren. Ja, das könnte man auch tun. Was man vorher nochmal machen könnte, was die Literatur auch vorschlägt, ist, dass die... was auch relativ effektiv ist hinsichtlich der Auslöschung von Zombies, ist so Einsatz von schwerem Gerät oder Einsatz von Militär. Das heißt, wir führen einfach mal eine, wir können irgendwie sagen, wenn die Zeit, also das Militär ist irgendwie träge und irgendwie bevor das SAP-System irgendwie die entsprechenden Ressourcen allokiert, dann dauert das alles ein bisschen. Deswegen kann die Bundeswehr erst zu einem bestimmten Zeitpunkt angreifen. Aber wenn die Zombie-Population größer ist als 20%, dann können wir sagen, reduziere die doch einfach, dann haben wir noch einen weiteren Term,
der uns die Zombie-Population reduziert. Mit einem Parameter nennen wir es Panzergranate mal. Aber wobei, nee, das ist so Orbitalbombardement, das ist einfach eine Konstante. Ah nee, dann muss es ja Fliegerbombe heißen. Minus wäre hilfreich. Das wäre interessant, eine Fliegerbombe. Chemtrails. So. So. Fliegerbomben. Amerikanische Fliegerbomben oder irgendwer, der es kann? Ja, sagen wir mal, die töten irgendwie so. Ja, so. Gucken wir mal, was das denn macht. So, wenn 5% in jedem Schritt 5% der Zombies durch Fliegerbomben weggenommen werden. Dann können wir uns überlegen. Wir haben ein. Unser Kappa setzen wir mal auf 0,3. Du solltest bitte vielleicht auch noch so Civilian Casualties noch gleich mit rein. Ah, Civilian Casualties, das ist eine ganz hervorragende Idee. Ja, stimmt, aus so einem Flieger kannst du ja nicht beurteilen, ob das Zombies sind oder nicht. Du schießt einfach auf alle Gruppen. Das kennen die Amis ja schon. Ich würde sagen, es ist nochmal eine Fliegerbombe, oder? Okay. Ja, wobei, nee, das ist ja eigentlich. Ne, das hängt ja von der Population ab. Wenn du mehr susceptible Personen hast, werden auch mehr Leute getroffen. Das ist ja quasi in diesem Differentialmodell schon drin. Das ist das Schöne. Nehmen wir an, dass die alle gleich verteilt sind. Die Fliegerbomben? Nein, die Zombies in der Population. Ja, das nehmen wir an, weil wir keine. Wir haben hier keine räumlichen Aspekte drin. Ich habe überlegt, wenn Interesse besteht, kann ich nochmal was Räumliches vorbereiten. Habe ich das für heute nicht, weil ich eigentlich schon 3 Minuten über meiner eigenen Deadline bin. Aber es macht gerade Spaß. Okay, dann schauen wir doch mal, was. Was diese. Wir halten fest. Chainsmacks ist sehr nachhaltig dazu geeignet, eine Zombie-Population zu beseitigen und dafür zu sorgen, dass sie auch nie wieder auftreten. Dass vor allem niemand tot ist. Wir kriegen da eine Warnings, ODE Integrator Warning. Offensichtlich geht die Gleichung kaputt, wenn ich Fliegerbomben einsetze. Du sollst die Sinn achten, wahrscheinlich noch hinzufügen. Ach stimmt, ja natürlich, da hast du recht. Ich sollte vielleicht irgendwie dazu zählen. 2, S plus Z mal Fliegerbombe. Falsche S ist Haste. Ah, so, machen wir hier auch mal einen. Und ein N am Ende. Bitte? Ah, stimmt. So, damit ist das Modell irgendwie besser. Was? Ja, da hast du recht. Danke. Nee, das ist das Falsche. Das ist das Richtige. Z. Fragezeichen wäre auch nett, das wären sozusagen die nicht in den Berichten auftauchen. Ja, nee, okay, ich kriege immer noch eine Warning, meine ODI geht immer noch kaputt. Ja, ich sollte vielleicht bei den Sachen nochmal drüber nachdenken, ob diese Integration überhaupt vernünftig stabil ist. Sieht nicht danach aus. Also lassen wir das besser. So, das heißt, gehen wir mal wieder zurück. Wenn eine Fliegerbombe zeitabhängig stärker macht, oder? Das könnte man tun. Oder man könnte die Fliegerbombe tatsächlich von der Okay, aber da müsste ich nochmal überlegen, wie wir diese Fliegerbomben irgendwie stabil kriegen. Meistens sind Fliegerbomben eher dazu gedacht, Dinge zu destabilisieren. Wie zum Beispiel nicht nur bei Häusern oder Menschen, sondern auch bei Differentialgleichungen. Genau. Also das wäre so ein bisschen grundlegende Simulation von Epidemiologie. Gibt es noch irgendwelche Ideen, die wir einbauen können wollen in das Modell? Ja. Ja, die Immunen von vorher. Ah, Immunen, okay. Lass uns das doch mal tun. Dann haben wir einen weiteren State. Wie bauen sich Immunen? Machen wir hier DI. Wie sind denn die Immunen? Da gibt es eine Immunitätsrate. Ja, davon sterben wir. Ich würde sagen, 1% ist es bei so heftigen Sachen ist das durch irgendwie. Wie passiert das? Quasi Susceptible, die gebissen werden immun? Nee. Es gibt Immune, die beteiligen sich nicht an der Infektion, wenn sie gebissen werden. Bleiben halt unter den bleiben immun. Okay, das heißt, wir teilen im Wesentlichen unser Beta auf in einen Term Beta, das ist die Infektionsrate von
gebissenen infiziert werden. Und wir haben unser Xi, weil Xi alles besser macht. Die Susceptiblen, die sollten das nicht anfassen. Es gibt eine weitere Gruppe. Ja. Genau, es gibt eine weitere Gruppe. Und die ändert sich halt nur durch, es sterben halt Leute, weil sie gebissen werden. Auch, aber die sterben halt direkt. Genau, das heißt, die werden gebissen, ja, die. Aber die Immunen gibt es grundsätzlich und die reduzieren sich entsprechend dadurch. Dann machen wir das so, genau, das ist ein guter Ansatz. Das heißt, wir haben eine immune Population und wenn die gebissen wird, mal I mal Z, und die kommen dann hier auf das drauf. Mal I mal Z. Töten auch Zombies. Bitte? Die töten auch Zombies. Ah, die töten auch Zombies, das wäre natürlich hilfreich. Das heißt, die haben, jetzt gehen wir die blöden Variablen aus, was haben wir denn, auf dem Knopf? Die töten Zombies genauso gut wie... Beta, Mühe, ja. Nehmen, genau. Ja, das ist richtig. Genau. Lambda geht raus. Abgesehen von Immun sind die doch genauso Menschen. Ja, genau. Die Menschen töten genauso wie die Suzessiven. Ach so, okay, dann nehmen wir aber dieselbe Killing Rate, okay. Ja. Und warum sollten die sterben? Weil sie auch gebissen werden. Also hat der schon mal so ein Zombie Hals gebissen? Das ist doch der Punkt. Genau. Ja, gegen die Infektion, aber gegen so Zahn durch die Luftröhre durch. Okay. Also wenn du gegen Zahn durch die Luftröhre immun bist, dann empfehle ich dir, da gibt es eine ganze Menge Leute, die dir viel Geld für bestimmte Stunts zahlen würden. Dann gehörst du wahrscheinlich zur Gruppe Zombies. Das könnte auch sein, ja. So, damit sollte das Modell stimmen. Habe ich was vergessen? Wenig Variablen. S, Z und I. Ah, stimmt, das ist richtig. S, Z, I schippern wir hier rein. I, da, das sollte passen. Gut. Ist das nicht auch noch als Rückgabeargument? Ja, da hast du recht. DZ, dann machen wir das hier DIDRA. So, dann haben wir hier an dritter Stelle noch irgendwie 4% susceptibel, wie wollte man? Also, wie viel? 1% Immune und 1% Zombie. 1% Immune, sind wir hier bei 98%. Okay. Das ist richtig, deswegen sagte mir Invalid Syntax. Und das Xi muss ich natürlich noch setzen. Deren. Was war das Xi? Habe ich vergessen. Das Xi war im Wesentlichen deren Tötungsrate. Da können wir eigentlich auch das Beta nehmen. Nee. Nee? Weil das macht keinen Unterschied zu dem, wenn es die Gruppe nicht gibt. Okay. Dann machen wir das so. Auf was sollen wir das Xi setzen? Mit welcher Quote sterben die so? Redshirts oder eher sowas? Nee, schon weniger als Beta, weil die sterben ja nicht so. 20%? Was ist Beta in Deutschland? Beta ist die Rate der susceptible. Achso, 0,4. Und ich bin mal 0,1. 0,1? Alles klar. So. Und wenn wir uns das anschauen, die haben sich natürlich nicht mit reingeplottet, aber das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Schauen wir doch mal, wie sehr es die susceptible. Jetzt nehmen wir natürlich. So, ich hätte gerne den Source Code, damit ich ihn Monkey patchen kann. Bums. Bums. So. Dann brauchen wir noch hier. Ja, ich habe das mal versucht, ob ich einfach nicht genug Errors abfange, mit dieses Ding mir auf den Sack geht, aber dann habe ich gesagt, nö. Warum eigentlich doppelt? Weil tatsächlich innerhalb von diesen Exceptions aus irgendeinem Grund noch mehr Exceptions kommen. Also die Exceptions, die wir gesehen haben, waren, glaube ich, das dritte Level an Exceptions, das ich gekriegt habe. Das macht es ein bisschen anstrengend. Ich muss mal gucken, ob ich dieses Try-Accept in a Loop rappen kann oder so. Also du musst das schon nicht schaffen. Du solltest das einfach so sehen. Ja, nee, ich finde den Ansatz schon ganz okay. So. Gods! Also alles klar. PLT ist noch defined. Das heißt, da können wir. Okay, das ist dieser hier. Okay, wir sehen, dass diese Infizierten hauptsächlich sterben. Was im Wesentlichen daran liegt, dass sie von Zombies zersnackt werden. Was ist denn mein Kappa gerade? Ah, 0,3. Wenn ich die Killing Rate vielleicht ein bisschen höher drehe und das mir jetzt nochmal anschaue, dann sehen wir, dass das
dass die Suspektive noch, dadurch, dass die Leute, die nicht infiziert sind, die nicht infiziert werden können, noch Unterstützung von dem Haufen da oben kriegen, haben wir auf jeden Fall eine höhere Überlebensrate als bei den Zombies. Wir können jetzt mal schauen, was denn passiert, wenn wir viele Zombies haben. 9 und hier muss dann 7 Blockchen passt das? Ja, das passt. Ich glaube, dann werden die auch wegsterben, wie die fliegen. Oh, es geht eigentlich. Die Dynamik, wir sehen, die Dynamik ist noch nicht ganz am Ende, aber geht stetig abwärts, also das ist wohl nicht so gut für die Immun. Aber es könnte, da müssen wir mal gucken, ob die unter diesen Umständen vielleicht sogar. Lass uns das T doch noch mal ein bisschen weitergehen lassen. Soweit nicht. Gucken wir doch mal, ob das in dem Szenario funktioniert. Ja, doch, es sieht danach aus. Ja, die Zombies unterschreiten die schwarze Kurve. Das heißt, tatsächlich hat die Menschheit mit irgendwie 10% der Leute überlebt. Und eine ganze Menge Zeug. Also wahrscheinlich in diesem Szenario hat die Menschheit an sich die Zombies überlebt, wird aber vermutlich an den Seuchen, die durch die ganzen Toten aufkommen, dann doch verrecken, aber gut. Das, da kannst du dann halt nichts machen. Das ist dann halt, so ist halt das Leben. Gut. Weitere Ideen, was jemand ausprobieren möchte? Wenn noch andere Ideen kommen, würde ich auf jeden Fall die Code noch zur Verfügung stellen. Ich beende mit einer wunderhübschen Fehlermeldung, einfach weil es stylisch ist. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen angenehmen Chaos-Tag.